Ich müsste mal aufs Klo. Ich gehe jetzt aufs Klo. Mit ihren schönen Schlappen. Ach, es ist so wunderschön. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4 mit Familie Lemoncake. Warum haben wir kein Dach? Traurig? Och nein. Pflanze mit Tränen. Pflanze mit. Warte mal, Leute. Das. Only runs with money. Was magst du das? Warum favorisierte Dinge? Kannst du mit. Das will ich jetzt sehen. Bitte. Pflanze mit Tränen gießen. Bitte. Nein, wo geht. Ach, du gehst da raus. Ach so, hier ist ja keine Tür mehr. Hä? Wer favorisiert hier meine Sachen? Ich hab. Okay, bitte. Bitte. Ach, das ist ja. Ach, das ist ja. Das ist ja. Oh mein Gott. Ist ein stinknatter davor. Das macht die Sache irgendwie gerade nicht besser. Ich hasse mein Leben so. Oh Gott, das ist traurig. Oh mein Gott. Das ist gerade irgendwie das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Weißt du? Oh, tanze doch ein bisschen. Können Sie eigentlich auch trainieren oder so? Lautstärke, nächstes Lied, zuhören, Sender wechseln. Nee, das geht nicht. Können wir mal ein bisschen lauter machen. Guck. Und schon. Nee, na komm, sei doch nicht so. Jetzt. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt. Oh, Das Leben ist schön. Schaut euch an. Die anderen beiden Bofen noch. Na gut. Gut, meine Liebe. Und das Leben ist ja jetzt viel schöner, wenn man zur Musik tanzen kann. Was ist jetzt hier? Immer noch total traurig. Och Mann. Ach, Mädel. So, öffnen. Dann nimmst du mal einen Gerichtsstoff, wenn man hört meinen Hund. Der vergewaltigt gerade hinten seine Hundefutterassiette. Ich habe ihn gerade nämlich kurz vor der Aufnahme gefüttert. Und der frisst gerade ganz schön laut. Ist das denn Weihnachtsmusik? Dänzt sie gerade zu Weihnachtsmusik ab? Es ist schon ganz schön. Es ist Weihnachtsstress. Es ist total der Wahnsinn. Oh Mann. Sehen wir eigentlich keinen. Ah! Sophie gibt's auch noch. Sophie, hast du Hunger? Dann hol dir doch was zu essen. Ah, gut, dann mache ich das für dich. Mensch, Sophie, das Klöchen müsstest du auch mal mit deinem Popöchen. Ne? Dann verwende erstmal die Toilette und dann nimmst du dir noch ein Gericht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Granny könnte dann auch mal kochen. Oh Gott, die muss auch mal trinken, Lolon. Ne? Und hat auch dringendst hier mal Hunger. Und ihre Energie ist voll. Ah, ja, okay, gut. Dann warten wir mal lieber, bis Sophie fertig ist. Und dann kann ja mal die Granny auf Toilette gehen und sie muss dann auch trinken mal was essen. Dann können wir alle zusammen was essen. Ich wollte ja eigentlich eh nochmal einen Esstisch hinsetzen. Na, wir gucken mal. Du brichst jetzt mal hier das Schlafen ab. Und verwendest dann auch mal die Toilette. Und öffnest und nimmst dir auch ein Gericht. Ein Gericht nehmen. Läuft soweit eigentlich ganz gut hier. Gut. Und danach duschst du und danach dehnst du hier auch mal so ein bisschen krass ab. Tanzen. Sehr unwohl sogar. Schmutzige Umgebung? Na, was ist denn los? Was ist denn hier schmutzig? Wir sind hier schmutzig? Ach, nee. Ist das schmutzig? Ist ja auf dem Boden was? Ach, auf dem Boden ist was. Das kannst du ja noch aufwischen. Das macht sehr gern sowas. Gut. So viel dazu. Ach Gott, und die Teller. Die Teller können wir auch mal weg. Ach ja, hier vorne ist schon. Hat er schon Mathilda weggemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Okay, die Musik nervt mich gerade auch ein bisschen. Lautstärke ändern. Machen wir mal ein Mittel. Oh Gott, was ist jetzt? Ach so, ja, immer noch. Okay, gut, Mathilda. Ich kümmere mich mal heute ein bisschen um dich. Du futterst jetzt hier erstmal. Aber sie beide da sitzen und. Wie wär's denn mal, wenn du mit ihr redest? Nach Tag fragen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Bewunderung ausdrücken. Na los, mach das doch mal. Genau.
Quatsch doch mal. Und die arme Granny da hinten sitzt da völlig allein. Cool. Ich muss hier wirklich mal einen schönen Esstisch. Wir haben jetzt hier ein bisschen Platz. Ach, aber generell ist der Raum hier noch so ein bisschen zu offen. Also ich würde hier gerne noch eine Wand reinziehen oder so. Oder vielleicht von Granny das Zimmer ein bisschen größer machen oder so. Muss man mal schauen, wie wir das hier machen. Wobei, ich könnte eigentlich wirklich auch als nächstes hier vielleicht schon eine Etage draufsetzen. Dann würde vielleicht auch hier eine Treppe sich gut machen. Die ich vielleicht hier irgendwie gut einsetze. Müssen wir mal sehen. Läuft jetzt die Musik und der Fernseher? Sonst geht's noch, oder? Sonst geht's noch. Wir machen hier mal aus, guckt jetzt in der Fernseher. Und was sehen wir? What the hell? Das Ding... Was ist mit dir hier? Tiefe Bindung gegen Sozialkontakt. Das ist doch schön. Dann quatscht hier noch ein bisschen. Und du, meine Gute, du brauchst Spaß. Nicht. Okay, mit dir sind wir hier auch schon voll ausgedingstet. Das hier kannst du selbstständige Arbeit ansehen, Arbeit kritisieren und dann einen Sammler verkaufen. Bringt eigentlich auch relativ viel Kohle. So, sehr schön. Dann wissen wir jetzt, was wir mit dir als nächstes machen. Du kannst nämlich hier graben und hier graben und hier graben. Damit wir auch mal ein bisschen Geld kriegen. Vielleicht kommt auch mal, dein Boy vorbei. Müssen wir mal gucken. Aber momentan brauchen wir wirklich einiges an Geld. Müssen wir mal schauen. Mit Mathilda habe ich heute auch noch so einige Sachen vor. Und sie quatscht jetzt hier erst. Wieso geht ihr sozial runter, wenn sie mit ihrer Schwester redet? Ach, jetzt geht's hoch. Ja, okay, gut. Dann lenke sie mal nicht länger ab. Und geh joggen. Du gehst joggen. Und sie kann danach... Das aufwischen. Ach Gott, die arme Granny. Hä, wie? Fragezeichen. Hier aufwischen sollst du, meine Gute. Und das reparieren. Und säubern. Und aufräumen. Und überhaupt hier mal Dinge tun. Und danach den Kanal schauen. Den Comedy-Kanal. Und dann kannst du hier alles ernten. Und ein bisschen bewässern und halt so crazy Dinge tun. Okay, gut. Mathilda ist am Joggen. Was hat sie mit jemanden kennenlernen? Das kriegt man auch noch hin, komm. Hier rennen doch ständig irgendwelche Leute rum. Dann ist Hohenheim. Hohenheim, rennt doch nicht immer hier rum. Ja, die sind ja bestimmt auch... Da ist Granny. Auch noch eine Granny quasi. Wen könnte sie denn mal kennenlernen? Das ist doch hier. Ach nee, das ist ja ihre Freundin, die kennt sie ja schon. jetzt rennt hier gerade ausgerechnet niemand rum, den sie mal kennenlernen kann. Na, ah nee, komm, Hohenheim soll sie nicht. Wartet mal, ich mache nur ganz kurz auf Pause. Die in dem Moment brauche ich mal kurz. Nee, das ist eine Rentnerin. Ich finde nicht, was sie mit Rentnern hier abhängt. Mal ein paar in ihrem Alter. Hier, was ist mit dir? Wer bist du? Angela Wagner. Ach, du bist eine Erwachsene. Ah. Dann wir gucken mal hier. Vielleicht ist hier noch jemand. Wer bist du? Du bist sogar ein Mann? Ein junger Erwachsener, der Michael Pauls. Freundlich vorstellen. Das machst du. Du? Ich mach das hier mal im Pausenmenü kurz, damit ich hier genug Zeit habe, alles auszuwählen. Das kann sie nicht mehr ernten. Frösche suchen, was sehr wichtig ist in unserer derzeitigen Lage. Pilze, Pilze, ernten, ernten, ernten. Das hier auch bitte auch noch graben. Das hier ernten. Oh, und bitte hier nochmal einen Frosch suchen. Und da ernten. Da bist du erstmal genug mit der Warteschleife beschäftigt. Gut. Und die arme, arme Granny, ne? Die hat hier nicht viel zu lachen gerade, aber das wird schon noch. Gut, konzentrieren wir uns mal weiter auf Mathilda, denn Mathilda und Michael kennen sich noch nicht. Läuft einfach an ihrer besten Freundin vorbei, ne? Gehen die eigentlich? Kommen die vorbei? Ach, das wäre mir da jetzt hier so ein bisschen peinlich, ne? So viel etwas gefunden an Hypnofrosch, ne? Das wird ja immer besser. Hypno. Na komm, sag doch mal Hallo. So. Hi. Ne? Ja, aber nice Spieler reden. Lustige Geschichte erzählen. Outfit zeigen. Melancholische Gedanken mitteilen. Etwas Süßes geben. Was? Gelangweiltes Gespräch. Oh. Und auf Wiedersehen. Und dann mal wieder Tschüss. So, gut.
Wir? Wo ist sie? Wo ist sie, Mathilda? Danach kannst du dann gleich nochmal joggen gehen. Und du? Dir geht's jetzt wieder besser, ne? Das ist doch die Hauptsache. So. Du, Tuten-Tuten-Dus. Dann mit Pflanze sprechen, jeden düngen, alles ernten. Das haben wir ja schon gemacht. Bewässern machen wir, glaube ich, ja auch schon. Gucken wir mal. Kann man nicht irgendwie mal was weiterentwickeln oder so? Ich weiß nicht. Hier, die glitzert. Kann man die weiterentwickeln? Ich meine, so glitzernde... Geht das nicht? Weiterentwickeln, ja? Mach das mal. So. Gut. Ich mache ja mal alles ein bisschen nebenbei. Wir müssen ja wirklich mal gucken, dass wir so ein bisschen an Kohle kommen. So, das hier hat sie, nee, hat sie noch nicht. Dann machst du das gleich mal auch noch. Dann müssen wir noch ein bisschen gucken wegen dem Freshen. Da habe ich mir auch schon so die eine oder anderen Gedanken gemacht. Offscreen. Die werde ich euch auch gleich äußern, wenn ich jetzt hier fertig bin. Ich darf jetzt hier nicht durcheinander kommen, denn hier, das ist schon einiges an Geld, was dann die liebe Sophie hier zusammenträgt. Also zu Frösche sammeln, glaube ich, ist aber auch nicht so Sophies Ding, ne? Also ich denke mal, die wird auch froh sein, wenn sie das nicht mal machen muss. Ernten, 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 ernten. Warteschlange ist schon voll. Und du bist verspielt. Das ist aber ganz toll. Die angeln hier wieder alle, die Großen. Das dürfen sie machen. So, was machen wir denn mit dir, liebe Granny? Du musst immer noch dich hier so ein bisschen... Ach nee, du bist ja jetzt hier schon voll krass drin, ne? Du kannst aber dennoch... meinen Saft und Rocks danach zubereiten. Und einen Zuckerzunder. Sag ich einfach mal, dass du das jetzt hier mal machen sollst dann. Und du? Du joggst. Erhalte eine Fähigkeit im Tresorischen. Das machst du sehr gut, meine Liebe. Ein bisschen Sport ist immer gut. Ja. Wir hatten jetzt von euch eigentlich jetzt hier die lustigen Frösche. Du hast jetzt hier ein paar Frösche. Frösche züchten mit. Wirbelte Eier auf Froschdingens. Muss ich da mal ein bisschen aufpassen hier, wie ich das hier nochmal hinsetze. Denn jetzt komme ich zu meiner ganz tollen Idee. Der eigentlich keine Idee ist. Mach das jetzt hier mal hier hin. Das muss ja trotzdem gehen, ne? Ich habe mir nämlich jetzt mal ganz kurz überlegt. Ein bisschen Geld haben wir ja gerade. Hier. Das ist hier mal. Ist halt gerade so ein bisschen Platz. Jetzt machen wir hier eine kleine Kommode hin für sie. Na. Kinderkommode. Ach, das ist also teuer. Dann reicht es halt doch nicht für eine Kommode. Ja, wir müssen halt eben noch ein bisschen aufs Geld achten hier, ne? Was ziemlich schade ist. Irgendwie so einen billigen Tisch an die Platte. Nein, das ist alles so teuer. Esstisch Einfachheit. So. Ach, dann können wir das ja wieder verkaufen, ne? Das ist einfach gerade nur... Guck mal hier... in Ordnung. Das ist ja hier dieser gute Frosch, ne? Der 100 Simoleons Frosch. Genau. So. Jetzt hat sie auf jeden Fall zwei von diesen. Und da kann er zum Beispiel... Oh Gott, was geht jetzt hier ab? Ein Erdfrosch kann man verkaufen. Warte mal, ich muss auch noch gucken. Sie... Ich bin gerade total überfordert, das ist unglaublich. Sie duscht. Und danach malt sie ein selbstsicheres Gemälde. Genau. Und du... Oh, warte, sorry. Ich mache hier gerade 100.000 Sachen gleichzeitig. Das ist unglaublich. Oh, und sie trinkt Zucker direkt selber. Und natürlich Blase geht dann extrem runter. Und danach kann sie Getränke mixen üben einfach mal. Was macht sie da? Zur Arbeit. Oh, sie muss ja zur Arbeit. Na, danach geht sie dann auf jeden Fall mal zur Arbeit. Ach du Schande hier. Ich bin hier ja mal durch den Wind hoch 10. Und du schreibst ein Genrebuch, ein Poesie. So. Genau. So, wo war ich denn jetzt? Ach ja, Geld. Wir brauchen Geld. Ich bin total durch den Wind, aber es macht so Spaß gerade einfach. So, was haben wir hier? Fossilstein. Uralter mit eigenartigen Einschlüssen. Vielleicht bringt ein genaue Untersuchung etwas Besonderes zutage. Ich brauche eigentlich mal hier so eine Ablagestelle für all das. Blattfrosch kann man verkaufen. Mein Fossilstein stelle ich mal kurz hier ab. Was bist du? Ein Hypnofrosch. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Das können wir einfach... Ich möchte das... Hallo? Oh! Wer steht denn da? Na... Hör mal auf. Du bittest sie mal herein.
So. Rupien können wir verkaufen. Kartoffeln können wir verkaufen. Wir können eigentlich alles hier verkaufen, ne? Ja. Oh, 150. Und hier lustige Zeitkapseln. Da muss man mal gucken, wo wir die hinstellen. Pottchen. So. Müssen wir dann alles mal öffnen. Das hier. Und auch noch das hier. Genau. Dann nimmst du die mal auch in dein Inventar. Dann kannst du nämlich auch die Zöchte hier früchten. Die Frösche hier züchten. Das hier bitte mal dorthin. Ich stelle einfach mal alles, das ganze Zeug so hier erstmal ab. Hat es einfach Platz? Nein. Okay. Gut. Immerhin machen die auch so miteinander mal was. Ach, Lieblingsautor fragen. Outfit zeigen. Hörst du gerade eine Männerstimme? Ach, doch, Aaron ist auch wieder da. Mensch, Aaron. Ständig bist du hier, ne? Das ist halt auch sonst keine Hobbys. Warum guckt ihr so böse? Böse gucken. Schmeicheln. Bewunderung ausdrücken. Warum guckt ihr denn so böse? Einfach so kennenlernen. Halt stark gerade. Das ist natürlich jetzt auch blöd, weil sie kennt sich doch schon. Bin zu gehen, Tag für schön. Bla bla bla. Witz über Ingenieure machen. Ja, die kann man sich auch mal lustig machen und dann bitten zu gehen. Den, sie hat ja auch schließlich noch was zu tun, nämlich zum Beispiel duschen und Jungle-Buch schreiben, das Poesie-Ding schreiben. Wir haben gerade eigentlich keine Zeit für Aaron. Der steht jetzt hier, der Arme. Du extrahierst das und das und öffnest die und öffnest die. Und was hast du gemalt? Ob du der Mist. Und dann kannst du das als Sammler verkaufen. Und dann darfst du mal über kurzes Fernseher beschweren. Einfach mal so als Begrüßung. Ja, unser Fernseher ist scheiße, das ist nämlich klein. kennenlernen. Tag, Tag. Eltern beschweren. Na, da so, hey Leute, beachtet mich mal bitte. So. Jetzt aber. Wir haben so einen kleinen Fernseher. Der ist so mini. Ich habe was viel Größeres und Besseres verdient, weißt du? Ich gucke dich aber nicht mal an. Ich bin nämlich die Beste. Musst du wissen. Und diesen Dustin, den kriege ich auch noch rum. Irgendwie sowas. Okay. Tag verschönern. Unglaubliche Geschichte erzählen. Lustige Geschichte erzählen. Lord Abgor. Amana, Janiga, Diadema war. Und die Farbtheorie ist eh total krass. Lysirium. Lilium. Das ist ein Gedichtsband. Kakao. Wow. Und überhaupt, und hast du das schon mal gesehen? Nein. War, ist das wirklich wahr? Doch. Ist super. Ach, der Aaron. Ich mag ihn. Ich glaube irgendwie, das könnte potenziell Sophies schwuler bester Freund sein, oder? Ich meine, guckt ihn euch mal an. Mit seinem lila Ohrring. Ich mag ihn aber, also das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ich mag Schwule. Ich habe auch selber mit sehr vielen schwulen Männern befreundet. Und sie scheinen gerade wirklich Spaß zu haben. Freundlich. Gemeinsames Foto machen. Was? Wieso ist die Warteschlange von Sophie voll? Die macht doch kaum was. Oh, Jörg! Und mehr Auswahl. Irgendwie lustig. Klopf-Klopf-Witz. Mehr Auswahl. Lustig. Jetzt über Pinguine erzählen. Ich meine, Pinguine sind auch lustig, ne? Ich meine mal. Und verschiedene Geschichten. Lustige Geschichte erzählen. Lustig. Willst du über alte Zeiten machen? Ja. Mach das mal. Das ist toll. Ein paar Muskeln zeigen. Nein. Umarmen. Wieso ist ihre... Wieso? Sie macht doch... Sie geht doch eigentlich bis hoch, diese Leiste, oder? Ist ja verwirrend. Verwirrend? Oh Gott, da ist der schon wieder. Ich hasse den. Ich hatte ihn selber erstellt. Klaus Greifer. Das ist ein Arsch. Ihr kennt ihn noch nicht, aber ihr werdet ihn nicht mögen. Ja. Tut euch mal kennenlernen. Genau.
über Geschicklichkeit reden. Ich aber Eltern beschweren. Oh, Chugga Chugga. Nochmal lustig. Jemanden parodieren. So. Folgt den Plan vorschlagen. Was hat sie überhaupt hier noch so? Anmachsprüche im Spiegel üben. So, okay, dann bitten zu gehen. Und dann kann sie mal eine Runde Anmachsprüche üben. Warum auch nicht? Ein Whirlpool kaufen? Oh nein, das kostet so viel Geld. Bonsai kaufen? Wegen Gartenfähigkeit. Na, von mir aus kriegt man auch bestimmt mal hin. Guck mal. Pool für mindestens... Ach, du und dein Pool hier. Was ist das? Erfolgreich Witz erzählen. Nee, komm, du verabschiedest dich das Clash von Aaron. Dann lass das mal lieber. Gut. Und wenn du damit fertig bist, isst du nichts. Toll. Das ist ja schade. Gut, wir gucken mal, was überhaupt... Was war denn das? Versteinerter Euter? What the... Versteinertes Seeungeheuer. Kann sie das eigentlich auch wegschicken? Irgendwie? Nee. Ich dachte, dass man die irgendwie auch... Nee, komm, dann verkaufst du die. So. Sehr schön. Jetzt haben wir diese ganzen bescheuerten Figuren. Jenny. Hopper. Stell jetzt einfach mal jetzt hier hin. Ich glaube, ich verkaufe die dann eh wieder. So. Oh, Mathildas Handy klingelt. Wer ist denn da? Ah, oh, Monika, nein. Mathilda hat gerade zu tun. Die kann nicht rangehen. Wie lange quatscht ihr eigentlich noch? Mit Augenblau oder? Genau, das machst du dann. Dann verplauderst du noch weiter mit Aaron. Jemanden kritisieren, das kannst du auch noch. Kannst du eigentlich jetzt diese schon züchten? Ja, es geht sogar schon. Sehr gut. Den gezüchteten Frosch kann man jetzt mal hier platzieren. Und wenn wir noch einen übrig haben, können wir den dann Cranny geben. Auf Wiedersehen. Gut. Das war jetzt irgendwie komisch. Dann übe du mal deinen Anmachspruch. Oh, langsam kriegt sie aber ganz schön Hunger. Wann kommt denn Cranny wieder? Cranny, das dauert noch eine Weile. Okay. Dann. Ach, ist ja auch noch ein Frosch. Ach, das war der ganz wertvolle, hä? Ja, also nein, ist doch wertvoller. Dann lassen wir mal hier stehen. Wenn man schlau nicht schon mit dem hier züchtet, das war da nicht so gut. So. Sie kann ja mal kochen. Nee, lieber nicht. Na doch, vielleicht einen Gartensalat kriegt sie für sich selber bestimmt hin. Und danach kann sie ja nach Vorlage mal, nein, noch ein selbstsicheres Gemälde malen. Und danach geht sie auf Toilette. Hier ein Champion-Pieseln von mir aus. Und danach geht sie nicht in Mathildas Bett, sondern in ihrem eigenen Schlafen. Wir spulen das mal vor hier. Ach nee, ist sie verspielt. Kann sie da überhaupt noch? Nein, kann sie nicht. Kann sie nicht. Irgendwann kriegt man das Geld dann wieder. Dann kann sie ja ein verspieltes Gemälde malen. Schätze ich. Und du? Meschka! Was ist denn los? Geh doch aufs... Genau, geh doch mal aufs Klöchen mit deinem Popöchen. Und dann machst du dir auch einen Gartensalat. Meine Liebe, so. Bis jetzt bist du fertig mit dem... Oh. Dann reparierst du das hier mal. Gottchen, warum steht hier ein Teller? Teller, geh da rein. Ist auch drin. Manchmal stelle ich ihn außerdem noch hier hinter und dann denke ich so, oh nein, warum? Okay. Gut. Zum Glück haben wir, wie gesagt, eine schöne große Arbeitsfläche. So, du futterst dann sie erstmal hoffentlich deinen eigenen Gartensalat. Ja. Futterst du den auch? Den musst du schon essen. 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 Schön machst du das. Feines Mädchen. Brav. Gut. Und dann noch hier und ein verspieltes Gemälde mal. Mal läuft da so selbstsicher. Es ist Frankie. Das mit Nachname Cola. Das war vorher schon so. Er hat seinen Anzug an. Ganz schön schick. Ja, mal ausgehen könnten sie auch, ne? Vielleicht kann er mal bald die liebe Sophie mal mit Dustin. Oh, reden die jetzt? Ihr könntet nebenbei miteinander reden.
Das wäre nett. Über Interessen reden, so nebenbei. Während ihr hier. Ich hab gerade irgendwie den Danke. So, ich habe jetzt gerade irgendwie jetzt gerade den Faden verloren. Es ging irgendwie darum, dass da irgendjemand ist. Und da ist Star. Hey Star. Mit dir müssten wir uns eigentlich mehr anfreunden. Schade, dass eigentlich Aachen immer vorbeikommt. Du wärst eigentlich auch eine perfekte Freundin für Sophie. Quatscht jetzt hier eigentlich auch? Ja, komm. Bin nur gequatscht. Mach mal hin hier. Die Oma ist da. Die Oma ist da. Du kannst Teile plündern. Und eine Spülmaschine nicht kaufen. Plünder mal die Teile, meine Gute. Das machst du doch gern. Oh, natürlich haben sie alle hier die Schale stehen lassen. Och, Kinders. Was ist eigentlich hier? Dieses kann man eigentlich auch mal hier wegtun. So, wie geht's dir, meine liebe Omi? Ach, dein Ernst. Kannst du gleich mal hier reparieren. Und wegwerfen. Und danach aufwischen. Ach Gott, die Arme. Du machst jetzt hier ein verspieltes Gemälde, ne? Ach, wieder dieser blöde Ball. Um Himmels Willen. Und du reparierst. Es wird eigentlich auch Zeit, dass du mal einen besseren PC kriegst, meine Arme. Meine liebe, liebe. Habe ich eigentlich jetzt hier mit die gleiche Pflanze stehen? Ja, Tatsache. Wow. Hoffentlich. Wie weit ist sie mit reparieren? Ach, schon fast fertig. Da können wir mal gucken, dass sie. Spiel spielen. Nein. Oh. Ah, aber immerhin. Oh. Kannst du jetzt schreiben? Weiterschreiben? Lilium. Immerhin. Dann mach mal weiter. Und wenn du fertig bist, gehst du nochmal pieseln. Und danach darfst du schlafen. So. Haben uns auch schon mal gekümmert. Ja, und du wischst hier schön auf. Was machst du? Was machst du? Wunderbar. Und Teile plündern.